Hallo und willkommen zurück bei Minecraft Polite. Ja, 8. Staffel, wir können es immer noch nicht glauben. Minecraft Polite, Episode 5, startet jetzt. Ich habe beim letzten Mal ein bisschen Blödsinn gelabert. Also ich meine, ich hatte so in der Aufnahme, hatte ich denn so die Eingebung, dass wir eigentlich Mechanism machen wollen, ne? Weil in der 5. Staffel in Quintec haben wir ja Mechanism nicht wirklich so gemacht. Ich will diese Ohrverfünffachung machen. Und warum haben wir dann hier bitte diese Sagmill und den Alloy Smelter? Brauchen wir überhaupt nicht, wenn wir Mechanism machen. Also wir werden mal zusehen, dass wir ein bisschen Osmium finden und uns an Mechanism machen. Außerdem habe ich wieder NPCs hingestellt, von denen leider ein Skin nicht lädt. Und ich bin mir nicht sicher, warum. Das sind jedenfalls meine Patreon-Unterstützer, die Patreon-Unterstützer der entsprechenden Gruppe. Wie auch immer. Kellyan, Gummibär und Voltri, vielen Dank für eure Unterstützung und ein kleiner Shoutout an den Anidl. Und außerdem habe ich versucht, da muss mir jetzt natürlich der Animark sagen, ob das richtig ist, den Animark auch einzusetzen hier als Skin und ich habe einfach mal seinen Benutzernamen geraten. Bam! Das wäre Animark, wenn sein Minecraft-Benutzername auch Animark ist. Denn Animark hat hier diese Basis gebaut. Und ich finde, er verdient hier auch zu stehen. Sollte das stimmen, wunderbar. Dann stelle ich dir vielleicht noch woanders hin, damit du nicht so gruselig über meinem Kopfkissen wachst. Und sollte es nicht stimmen, sag mir einfach deinen Minecraft-Benutzernamen und ich werde den Skin aktualisieren. Im schlimmsten Fall haben wir jetzt hier die ganze Zeit irgendeinen gruseligen Typen, der mir die ganze Zeit beim Schlafen zuguckt. Das wäre möglich. Oh, ich habe eine Sache vergessen. In der Vorbereitungsphase habe ich auf Peaceful gestellt, damit ich nicht im Schlaf getötet werde. So, ihr beobachtet mich alle ganz wunderbar. Herrlich. Was mit Gummibär ist, weiß ich nicht. Ich kenne seinen Skin-Namen. Der wird leider nicht vernünftig dargestellt. Ich weiß nicht warum. Da hat der Server gerade Probleme. Ihr seht, die anderen Skins werden geladen. Der wird nicht geladen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du jetzt auch einen anderen Account-Namen. Vielleicht meldest du dich nochmal bei mir. So, wir gucken jetzt mal, was haben wir an Osmium? 17. Also wir haben gar nichts, wie ich dachte, sondern wir haben ein bisschen was. Das ist ja gar nicht schlecht. So, Osmium stellt man her, natürlich aus Osmium-Ohr. Und das stellt man hier aus Nether-Osmium-Ohr. Das ist jetzt leider die Sache, mir wird nicht die Spawnhöhe angezeigt. Wir hatten ja mal so ein Diagramm, wo uns das angezeigt wird. Wir haben halt nur 17 und es wurde verdoppelt. Hälfte von 17... haben wir also 8,5 Ohr gefunden. Wir gucken jetzt einfach mal. Moment, wir hatten doch eben anders. Ganz anders. Wir suchen jetzt einfach mal nach Mechanism. So. Und ja, natürlich hier Atomic Disassembler. Warum nicht? Wir haben den Atomic Disassembler schon lange nicht mehr gemacht. Warum nicht? Wäre eigentlich eine gute Idee. Atomic Disassembler. Wir werden uns jetzt einfach ein Ziel machen, was wir jetzt natürlich noch nicht erreichen können, nämlich den Atomic Disassembler. Und dann sehen wir, welche Maschinen wir brauchen, um den herzustellen. Aber vorher würde ich eigentlich ganz gerne gucken, was wir für, also wie wir die Ores mit Mechanism bearbeiten können. Also ich brauche ein bisschen was, haben wir denn Bibliocraft? Jawohl, sehr gut. Dann kann ich mir hier irgendwo ein Clipboard machen, um mir aufzuschreiben, was ich nicht vergessen will. Ne? Genau, so macht man das doch. Da, ein Clipboard. Wunderbar. Oh Gott. Inksack, Papier, Feder, Wooden Pressure Plate. Okay, das könnte ein bisschen dauern, das zu finden. Normalerweise habe ich mir diese Dinge immer reingecheatet, weil ich mir so dachte, okay, wie wichtig ist das jetzt, dass ich das selber farme? Ist das irgendwie wichtig, dass ich das legit gebaut habe? Es ist ja nur so ein kleines Hilfsmittel, ne? In diesem Zusammenhang könnte man genauso gut sagen, hey, der Atomic Disassembler ist nur ein kleines Hilfsmittel, das cheate ich mir jetzt einfach rein. Was natürlich Schwachsinn ist. Aber, naja, gut. Wir werden das hier fix legit bauen. Das sollte kein Problem sein. Das Ei schwimmt, ganz wunderbar. Wegen den Item Physics. Und da haben wir auch schon die Feder. Jetzt brauchen wir nur noch ein Inksack und ein bisschen Papier. Das sollte eigentlich gar kein Problem sein. Vor allem, weil wir hier ganz wunderbar im Wasser leben. Und glücklicherweise, ich meine, wir sind zwar in einem Schneebiom oben. Na gut, wir sind nicht in einem Schneebiom, sondern das ist einfach ein hoher Berg und da liegt Schnee. Das hat jetzt nicht unbedingt etwas damit zu tun, dass man in einem Schneebiom sich befindet, sondern vielmehr damit, dass halt der Berg weit oben ist und deshalb liegt da Schnee. So. Aber
Ich bin froh, dass wenn wir schon am Wasser wohnen, dass wir nicht gerade an einem Sumpf wohnen, wo man jetzt die ganze Zeit Slimes hätte, die einen wahnsinnig machen, so wie mich in der ersten Staffel vom technischen Minecraft in Tech It Light. Da bin ich ja, also das war eine ganz furchtbare Idee, an dieser Stelle die Basis zu bauen. Habe ich auch nie wieder gemacht. Ich bin nie wieder in die Versuchung gekommen. Das war für mich immer sofort ein No-Go. Aber ich glaube auch, in der ersten Staffel habe ich viel weniger intensiv nach einem Ort gesucht, als ich es heute mache. Von daher ist es nicht so dramatisch. Okay, drei Papier. Wir machen nicht mehr Papier. Diese Sugarcanes kann ich bei mir anpflanzen. Und ich will das jetzt endlich mal von Anfang an cool machen. Guck mal, diese Basis, die wir haben, die ist ja schon cool an sich. Und vielleicht schaffen wir das ja, dass ich irgendwo jetzt in der Basis ein bisschen Wasser lege. Versteht ihr? Weißt du, so die ganze Arbeit, die sich Animark gemacht hat, die machen wir jetzt einfach mal kaputt und werden einen kleinen Fluss durch die Basis führen. Nur so, dass man ein bisschen Sugarcane anpflanzen kann. Vielleicht kann man das ja mit einer Painting Machine auch ein bisschen verstecken. Das wäre jetzt interessant, wenn man jetzt Dirt oder Sand neben Wasser hat und man versucht, das mit einer Painting Machine als Concrete zu verkleiden, ob das funktioniert und das immer noch als Sand fungiert und darauf immer noch etwas wachsen kann. Das werden wir ausprobieren. Das will ich alles aufschreiben, verdammt. Ich brauche unbedingt was zum Schreiben. Und ich habe eben was gesehen. Ich wusste gar nicht, dass das hier drin ist. Ein Chance Cube. Ach du lieber Himmel. Ein Chance Cube. Ich meine, natürlich will ich den öffnen. Natürlich. Es kann uns so sehr helfen oder es kann mich zerstören. Wir werden sehen, was passiert. Ha! Death. Großartig. Okay, super schnell. Withered und verbrennt. Geil. Pesty was slain by death. Der Tod. Guck mal, wie sie durch die Wand gucken. Sie haben dich durch die Wand durch beobachtet. So weit, wie ich weg war, war denen völlig egal. Sie beobachten mich durch die Wand. Alter, ist ja gruselig. Okay, wir haben Death gesammelt. Da ist. Ach Gott, da ist der Squid, den ich eigentlich gebraucht hätte. Wegen dem bin ich losgegangen. Okay. Wir haben den Tod selbst beschworen. Das ist natürlich ein super Start in die Serie und ein super Start in Chance Cubes, dass der erste Chance Cube, den ich habe, ein fast unbesiegbares Wither-Skelett spawnt, das mich fast instant tötet. Verbrennt und Wither und alles gleichzeitig. Geil. Einfach nur geil. Hier werden wir jetzt was Tolles sehen. Ich werde versuchen, das nicht einzusammeln, denn ich bin der Meinung, der Inksack, der schwimmt. Da, guck mal, der schwimmt nach oben. Seht ihr das? Inksack schwimmt. Aber das Fleisch von diesem Squid, hier dieses Raw Calamari oder was es ist, das ist untergegangen, weil es schwerer ist. Also die Mod hat tatsächlich den einzelnen Gegenständen Gewicht gegeben und dementsprechend wird entschieden, ob es untergeht oder nicht untergeht. Und das finde ich ziemlich cool. Naja, jetzt muss ich erst einmal zusehen, dass ich da mein Grab wieder zurückbekomme. Ich hoffe, der Tod ist inzwischen weg. Es ist ja nicht so, dass wir wirklich sehr wertvolle Sachen dabei hatten, aber irgendwie widerstrebt es mir immer jetzt, das Eisen zu benutzen, um neue Ausrüstung herzustellen. Auch wenn sie nicht besonders ist, aber ich habe halt nicht viel Iron. Wir müssen eigentlich schon mit dem klarkommen, was wir gerade haben. Ich kann es mir nicht leisten, jedes Mal, wenn ich sterbe, neue Ausrüstung zu bauen. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. So, wo ist der Tod? Ist er noch da? Ich würde... Oh ja, da steht immer noch Death. Okay, das ist schlecht. Wartet mal, wir nehmen uns mal hier. So. Okay, das ist ein Nahkämpfer. So. Komm her. Geht das überhaupt, was ich hier versuche und plane? Oh, er ist sowieso runtergefallen. Er kommt gar nicht an mich ran. Scheiße. Vielleicht kommt er an mich ran, wenn ich den einen Block zerstöre, den ich zerstören muss, um selber an ihn ranzukommen. Nein, kommt er nicht. Huh? Alter, wo ist er denn so schnell? Verdammt nochmal. Chill doch mal, Junge. Warum komme ich denn nicht an den ran? Komm mal hier hoch. Komm mal hier hoch. Komm mal hier hoch. Hier. Oh Gott. So. Bam. Oh, sweet revenge. Wisst ihr eigentlich, die Chance Cubes sind natürlich dabei und wollen einem das Leben schwer machen, ne?
Nicht immer, nicht so grundsätzlich. Oh Gott, das ist Nacht, das ist ganz schlecht. Aber ich würde eigentlich hoffen, dass dieser Gegner hier jetzt einigermaßen guten Loot für uns droppt. Ich finde, das ist uns die Mod einfach schuldig. Meint ihr nicht? Gott verdammt! Wirklich? Da ist ein Schaf gekommen. Ein Schaf hat mich da runtergedrückt, runtergeschoben. Ein Schaf hat mich runtergeschoben oder hat es versucht und beim Umdrehen steht ein Creeper hinter dem Schaf. Ja, natürlich! Was denn auch sonst? Wisst ihr, eigentlich wollte ich nur einen verdammten Notizzettel, um meinen Scheiß aufzuschreiben, damit ich nicht alles vergesse. Und was ist? Ich bin schon zweimal gestorben. Innerhalb von 10 Minuten. Geil. Irgendwie kann ich mich nicht erinnern, dass die letzten Staffeln auch so schwer waren. Stelle ich mich beim Start immer an? Ich meine, war das angestellt? Ich meine, verdammt Mann, so schlecht bin ich doch eigentlich nicht. Vor allem haben wir jetzt ein weiteres Problem. Der Creeper, ich wollte gerade sagen, der Creeper hat den Boden kaputt gemacht und jetzt kommt Death nach oben. Nee, hat er nicht. Wir haben nämlich Mob Griefing ausgeschaltet. Es ist nichts passiert. Hey, vielleicht ist der Tod sogar tot. Vielleicht ist der Tod von der Creeper-Explosion gestorben. So, da ist ein bisschen Erfahrung und ein bisschen Wolle von dem Schaf. Okay, ich werde das nicht herausfinden, sondern jetzt so schnell wie möglich wieder von hier verschwinden. So, bevor der Tod wiederkommt, falls er noch da sein sollte. Es wäre schlecht. Ja, da hinten ist ein Enderman und eine Spinne. Quatsch, eine Fledermaus. Was ist denn das für ein Ohr? Das ist kein Osmium. Na schön. Nein, wir verschwinden jetzt wieder von hier. Wir wollten nur das haben, was wir brauchen, um unser Dings zu craften. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Ich werde mich nicht ablenken lassen. Ich muss jetzt erstmal ein paar Sachen aufschreiben, damit ich nicht alles vergesse. Ach, und natürlich ist es Quatsch, was ich letzte Mal überlegt hatte, ob die Schafe wiederkommen, wenn ich alle Schafe töte. Naja, natürlich, wir haben doch alle Skyblock gespielt. Ne? Oft genug. Und ich habe oft genug versagt. Also natürlich kommen die wieder, wenn man alle ausrottet. Alleine, weil es auf dem Skyblock ja auch funktioniert. Übrigens wurde mir auch noch vorgeschlagen, dass ich doch einen Biofuel-Generator bauen sollte. Und das werden wir auch tun. Als frühe Stromproduktion ist das wohl eine gute Idee. Habe ich kein einziges Stück Holz mehr? Ich bin wirklich eben durch den Wald gelaufen und dachte so, noch ein paar Bäume fällen zwischendurch. Ach was, braucht's nicht. Und jetzt habe ich kein Holz. Was ist mit Ender Dust? Kann man das... Oh ja, eine Enderpearl kann man es umformen. Wo habe ich denn das herbekommen? Aus einem Resident Cleft Raid. Da ist ein Enderpearl. Vielleicht habe ich das von diesem Ender-Ohr bekommen. Könnte das sein? Ja, das muss so gewesen sein. Wir werden jetzt diesen Baum hier fällen. Nein, werden wir nicht. Für eine Sekunde wollte ich diesen Baum fällen, aber ich habe so das Gefühl, der gehört zu der Basis. Ich will den nicht fällen. Was ich aber machen will, ist hier noch einen besseren Weg machen. Ich will die Basis so ein bisschen in die Welt an sich integrieren. Wisst ihr, wie ich das meine? Ich möchte... Alter, wie viel Zeug hier runterfällt? War das ein großer Baum? 23! Oh ja, das war ein großer Baum. Ich möchte, dass wir aus Marble oder aus Quartz oder was auch immer das für ein weißes Gestein ist, dass wir das so ein bisschen in die Welt integrieren und man hier einen Weg hat, der so vielleicht an dem Wasser ein bisschen vorbeiführt, entlang führt, damit man ein bisschen besser raufkommt. Es ist ein bisschen versteckt an der Seite von dem Berg und wenn ich den gleichen Baustil benutze, dann sollte das eigentlich sich ganz vernünftig in die Welt einfügen. Ich meine hier dieses Rumspringen auf den Hügeln, das will ich eigentlich nicht machen. Das ist eigentlich etwas, was ich im Creative machen sollte. Hier Painted Wall aus Ender.io mit Block of Quartz gepainted. Das sollte eigentlich relativ fix gehen, das hier vernünftig zu machen. Also, was heißt vernünftig machen? Zu erweitern, damit es da reinpasst in die Welt. Und hier diesen Gang will ich eigentlich auch komplett mit Quartz auslegen. Da passt es noch ein bisschen besser rein. Dann haben wir so einen extrem grellen Eingang. Ja, wir haben einen extrem grellen Eingang. Das passt schon. Das ist in Ordnung. So, jetzt machen wir uns eine Wooden Pressure Plate. Und dann können wir hier das Clipboard bauen. Na, wunderbar. Okay, wir wollen ein
Atomic Disassembler. So, also einen atomaren Auseinandernehmer. Dann wollen wir aber auch Mechanism Crusher. Und wir wollen ein Biofuel Generator. So, da wurde mir auch gesagt, das ist von Mechanism. So, und dann schreibe ich hier einfach noch Eingang drauf. Okay. So, jetzt gucken wir mal. Okay, so heißt er nicht. Biofuel Generator ist von Mine Factory. Ha. Ich war eigentlich der Meinung, der wäre von Mechanism, wurde mir gesagt. Der braucht aber auch Blaze Rods. Also da komme ich jetzt erstmal nicht ran. Dann bleiben wir mal bei Mechanism und gucken, was der hier... Moment, es gibt doch Mechanism Generators, oder? Genau, Mechanism Generator. So, Heat Generator, Solar, Gas Burning, Bio Generator. Der heißt nur Bio Generator, okay. A generator that burns organic materials of the world to produce energy. Wie viel Energy? Das wäre jetzt noch interessant. Oh, müssen wir da selber Biofuel herstellen? Stellen wir in einem Crusher her. Wahrscheinlich wäre das effizienter, könnte ich mir vorstellen. Wir haben ziemlich viele Saplings bekommen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Ich bin eigentlich geneigt, den zu bauen, weil mir das vorgeschlagen wurde. Warum nicht? Wir brauchen einen Enriched Alloy und dafür brauchen wir einen Metallurgic Infuser. Also, Metallurgic Infuser brauchen wir dafür. Ein Conductive Iron brauchen wir. Und Iron Furnace von Furnace Overhaul. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Und ein Steel Casing. Moment. Mit dem Metallurgic Infuser stellt man doch Steel her. So, Thermal Foundation. Wie stellt Thermal Foundation Steel her? In einem Induction Smelter. Moment, das geht doch bestimmt auch in einem Alloy Smelter. Nee, geht es nicht. Steel Blend kann man gar nicht herstellen. Ich will jetzt aber kein Induction Furnace herstellen. So, dann halt Mechanism Steel. Wie stelle ich den her? Mit Steel Dust. Ganz genau, dafür brauche ich den Metallurgic Infuser. Okay, jetzt nicht verrückt werden. So. Extreme Reactor Steel. Wie stellt man das her? Das muss ja irgendwie Steel das von Extreme Reactors. Okay, das hilft mir jetzt auch nicht. Okay, man kann natürlich die Stahlsachen wieder runterschmelzen. Das hilft mir jetzt nicht. Steel Fishing Rod, was es Seltsames nicht gibt. Casting Molten Steel. Alloy Smelter. Ah, ja. Okay. Iron und 8 Pulverized Charcoal. So, in einem Pulverizer oder in einer Sagmill. Okay. Da brauchen wir aber ganz effektiv Charcoal. Okay. Also, wir brauchen... Moment, das kann... Ach, lassen wir es von mir aus an. Ich glaube, das macht nichts. So, wir brauchen Pulverized Charcoal. Das heißt, wir müssen erstmal Charcoal schmelzen. Und normale Planks schmelzen nicht in Charcoal. Wir brauchen 8 und wir brauchen... Ja, wir brauchen 32, ganz genau. Wir brauchen 8 davon und also 8 pro Rezept. Was bedeutet 8 mal 4? 32. Okay. Charcoal. So. Und das muss dann hier gecrushed werden. Und dann wäre es natürlich gut, wenn es nicht in den Alloy Smelter geht. Aber das kann es gar nicht, es braucht nämlich Iron, um weiterverarbeitet zu werden. Es gibt es immer wieder mal, dass man es erstmal in dem Crusher zerstört und dann geht es in den Smelter weiter und wird wieder zu dem, woraus man es gerade gecrushed hat. Und das ist dann natürlich ein bisschen witzlos, davon hat keiner was. Okay, dann haben wir hier 3 und gleich nochmal 3. Und, na komm. Hä? Okay, gut, dann halt nicht. So, und dann brauchen wir 4 Iron. 1, 2, 3, 4. So, kommt da rein, wenn wir es auf Alloys Only stellen. So, okay, der hat das jetzt gar nicht importiert, weil es auf Furnace stand. Aber für Charcoal gibt es nur Alloys. Okay, sehr gut. Na, das funktioniert doch herrlich. Prächtig, oder? Das müsste jetzt eigentlich genau aufgegangen sein. Genau, 3 und da wird jetzt das 4. noch verarbeitet. Wunderbar. Okay, das war natürlich sehr teuer, was Holz angeht. Wir haben jetzt gar kein Holz mehr. Ist natürlich wieder geil. Aber gut, das können wir erstmal ausmachen. Dann brauchen wir hier einen Riesenhaufen Iron. Und ich glaube, so viel haben wir gar nicht. Wie viel Iron haben wir denn?
18? Ich dachte jetzt 46 oder vielleicht 18 und 46, aber verdammt! Ah. Okay, wir brauchen Osmium. Moment, nein. Jetzt kommt es erstmal wieder zurück. So, jetzt kommt es erst einmal wieder hier zurück. Und dann können wir nämlich nochmal losgehen und den anderen Kram suchen. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Iron. Und jetzt passt das schon nicht mehr in die gleiche Chest rein. Oh weh. Das können wir nicht lange so halten. Was wir aber auch noch brauchen, ist ein Conductive Iron. Und das ist, glaube ich, Redstone und Iron, nicht wahr? Wenn ich mich richtig erinnere. Redstone akzeptiert er zumindest schon mal, das ist nett. Redstone und Iron müsste eigentlich ein Conductive Iron geben. Ich weiß nicht, warum ich sowas nicht nachgucke, wenn wir die 9. Staffel starten. Also in ein paar Jahren. Denn muss ich definitiv vorher nachgucken, weil ich sonst wahrscheinlich ständig was falsch machen werde.